Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt, zu euren Lieblings-Icaramba und einem Let's Play von World of Tanks. Und ich bekomme immer mal wieder so ein paar Anfragen, so von wegen, hey, kannst du den Panzer zeigen oder das oder wie auch immer. Und vor kurzem war doch erst die Bitte, mal wieder eine Arti zu zeigen. Und ja, nichts lieber als das, deswegen zeige ich euch hier ein Replay von der LeFH 18B2, der Premium-Arti der Franzosen, gespielt vom Sebi. Und Karte Minen ist hier mit seiner 5er Arti ganz klar im Hintertreffen. Er hält erstmal den Rüssel nach oben und gucken wir mal, was er macht. Er schaut hier mal direkt hinter zum Gegner, aber hätte doch lieber vorne bleiben müssen. So, und der erste Schuss. Oh, der geht schon mal knapp darüber. Aber hier der T21 oben auf dem Hügel ist ein dankbares Ziel. Und der T... Oh, auch daneben. T37 wollte ich natürlich sagen. Der Wolverine kommt hier auch nochmal an. Bleibt hier stehen an der ungünstigen Stelle für ihn. Aber auch nochmal daneben. Die Nachladegeschwindigkeit, die ist sensationell von dieser Art hier einfach. So, jetzt aber IS. Auch daneben. So, jetzt hat er sich gedacht, da vorne, das ist mir einfach zu anstrengend. Ich halte hier mal hinter. Na? Ah, keine Arti hier im Eck. Jetzt geht er auf die... Oh, ich glaube, da hat er sogar getroffen. Jetzt muss er aufpassen, weil jetzt ist er so offen, dass er natürlich beschossen werden kann und auch durch die Gegner-Artis. Na, jetzt kommt er genau da nicht mehr hin. Aber ich bin mir recht sicher, dass da einer gesessen hat. Naja, vielleicht sollte er genau mal auf die Ziele gehen, auf die er sicher weiß, weil es gibt hier doch einiges, worauf er meines Erachtens gehen könnte. Der Churchill. Kommt er über den Hügel drüber? Ja. Schlägt ein. Und da leicht drüber. 5 zu 5 aktuell. Aber, oh ja, der E25. Schönes Ziel. Nein, er bewegt sich. Aber da, ja, der VK. Nein, macht er den VK. Nee, den VK will er nicht. Er bleibt auf den Churchill drauf. Also, bitte, das ist ja so ein enges Ding. Nochmal. Also, er hat ein bisschen Pech mit dem Treffen. Muss man ganz klar so sagen. Aber das ändert sich jetzt gleich, so wie ich das sehe. Okay, vielleicht jetzt noch nicht unbedingt sofort. Aber jetzt, mit dem nächsten. Komm. Mach ihn weg. Das ist dein Kill. Ja! Dann macht er ihn endlich. Und macht den Killshot. So, der Lux. Ah, nee, da hat er... Der verballert ganz schön. Also, Granaten in seinem Magazin ist eine Mangelware. Aber jetzt der VK, den hätte ich vorher schon mal beschossen. Nicht jetzt. Jetzt ist er wieder gekettet. Jetzt schieß doch! oh Gott, wo gehen denn die hin? So, aber E25. Jetzt da. Der geht, der sitzt. Ja, der macht er den. Sehr gut. Und der Lux... Oh, Lux stellt sich da mal ganz ins Eck. Das ist auch ein Kill. Ja, Lux ist auch weg! Sehr nice. So, und jetzt schwenkt er um. Kommt hier nicht drauf, so wie er da steht. So, er braucht jetzt nochmal auf den VK, aber der steht genauso hinterm Stein. Das dürfte eigentlich nicht klappen. Ne, das macht sein T34-Kollege. Und der hätte auch nicht geklappt. Churchill... Steht 11 zu 11, ist eine enge Sache hier. Nee, so nicht. Jetzt hat er noch 20 Schuss, jetzt muss er mal langsam aufpassen. Jetzt, ha. Oh, jetzt, der trifft schön. Oh, da steckt er sogar im Brand. Fackelt den ab. Nein, er löscht noch vorher. Ja, und der macht er ihn weg. Als er schon zu war,
Genau, jetzt kann ich ein bisschen umstellen. Der KV-3 wird da oben auf dem Hügel irgendwo sein. Und die Arti macht seinen Zugpartner weg. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, ist eine doofe Situation. Jetzt lebt nur noch der Tiger von ihm, der noch zwar voll ist, aber der bis jetzt sehr, sehr passiv da hinten war. Und das als Top-Tier muss nicht unbedingt sein. Die Frage ist, wo geht er auf der KV? Wo steht er jetzt wirklich? Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf dem Hügel sich hinbewegt hat, sehr, sehr hoch. Der Tiger bewegt sich wieder nicht mehr. Sein ganzer Vorwärtsdrang ist an der Straße geendet. Ist die Frage, probiert er nochmal hier? Ja, probiert es nochmal. Nee. Und der? Nein. Er probiert jetzt wirklich nur die Spots aus, wo er die Artis vermutet. Bevor er gar nichts macht, denkt er sich, schieße ich doch mal lieber drauf. Noch 4 Kills hat er. Es wäre sogar bei 3 noch möglichen Gegnern sogar noch theoretisch der Krieger drin. Die Wahrscheinlichkeit darauf halte ich aber eher gering. Jetzt aber der Tiger, wenigstens bewegt er sich jetzt mal. Jetzt hat er den Tiger im Tank wohl gefunden. Und da ist, oh, da sind beide Artis offen. Und da ist der KV-3, das ist jetzt alles da. Oh, 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 der könnte klappen. Ja, sehr schön. Dann nimmt er die Hummel raus, jetzt braucht er tatsächlich nur noch einen Kill für seinen Krieger. Das wäre doch jetzt zu nice. Am Anfang so oft daneben. Nein. Oh Gott, jetzt wirklich nur noch die Lorraine-Arti. Nein. Oh, ist das jetzt nochmal knapp? One kill, er schreibt sogar. Und er schießt. Der könnte klappen. Der ist. Nein! Der Tiger hoffentlich. Ich glaube nicht, dass der Tiger den lassen würde. Aber jetzt könnte das wirklich mit dem Schuss. Oh Gott. Jetzt mach ihn doch weg. Tiger hat geschossen, Tiger hat verschossen. Ah, er verschießt selber nochmal. Also der Tiger wird ihn nicht lassen. Er muss ihn sich ganz klar selbst holen und erarbeiten. Und jetzt, ja! Da macht er seinen Krieger! Unglaublich! Da hat er am Schluss doch nochmal mehr aufgeräumt, als es am Anfang vermutet. Und sogar ganze 2000 Schaden waren es. Und das ist für so eine 5er Arti im 7er Gefecht wirklich, wirklich ordentlich. Von dem her, ja, schön auch mal wieder eine Arti gesehen zu haben. Ich hoffe, euch hat es auch mal wieder gefallen. Deswegen wünsche ich euch ansonsten noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Alcaramba.